Mittlerweile gibt es für die Apple Watch ziemlich viele Watch Faces, dennoch ist man noch ziemlich eingeschränkt, was die individuelle Gestaltung dieser angeht, und daher möchte ich euch im heutigen Video gerne zeigen, wie ihr ganz individuelle und unterschiedliche Watch Faces auf eurer Apple Watch mit dem neuesten WatchOS installieren könnt. Sollten dich Videos wie dieses zu Tipps und Tricks rund um das iPhone, die Apple Watch oder Apple interessieren, lasst jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie ihr ganz einfach Hermes, Rolex oder auch Gucci Watch Faces auf eurer Apple Watch installieren könnt. Um individuelle Watch Faces für eure Apple Watch zu installieren, benötigt ihr zuallererst eine kostenlose App, nämlich Clockology. Könnt ihr wie gesagt im App Store herunterladen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und innerhalb dieser App habt ihr dann eben die Möglichkeit, selber Watch Faces zu erstellen, wie ihr hier sehen könnt. Man kann aber eben auch fertige Watch Faces installieren und diese importieren und dann zum Beispiel so etwas wie Rolex oder Hermes oder natürlich auch andere Marken hier ganz einfach als Watchface für die Apple Watch auswählen, importieren und dann eben darstellen. Wenn ihr die App auf eurem iPhone installiert habt, dann solltet ihr als nächstes einmal die Apple Watch App auf eurem iPhone öffnen. Ihr müsst natürlich eure Apple Watch mit eurem iPhone verbinden. Und wenn wir hier jetzt einmal so ein bisschen nach unten scrollen, dann müssen wir eben diese App finden. Sprich, Clockology sollte auf der Apple Watch installiert sein. In diesem Fall findet ihr sie hier und wie ihr seht, auf Apple Watch anzeigen. Das ist wichtig, dass ihr das hier einmal macht. Sollte ihr die nicht finden, dann werdet ihr die hier unten irgendwo sehen und dann könnt ihr die ganz einfach installieren. Das kann einen kleinen Moment dauern und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass diese App auf eurer Apple Watch angezeigt wird, damit diese dann später synchronisiert werden kann. Innerhalb der Apple Watch App müsst ihr als nächstes noch eine kleine Einstellung anpassen. Dazu einfach hier einmal auf den Punkt Allgemein gehen und dann etwas nach unten scrollen bis zum Punkt zur Uhr zurück, dort einmal drauf gehen und dann habt ihr hier oben die Möglichkeit zur Uhr zurück auf immer, nach 2 Minuten oder nach einer Stunde auszuwählen und in diesem Fall wählt ihr nach einer Stunde aus, also eben die höchste Einstellung. Ihr könnt das auch nur für die Clockology App machen, das heißt hier könnt ihr noch einmal sozusagen das Ganze für diese App einzeln konfigurieren nach einer Stunde, aber ihr könnt es eben auch für alle auf dem Standard lassen, je nachdem, was euch lieber ist. Und wenn ihr das erledigt habt, dann seid ihr sozusagen mit den Einstellungen innerhalb der Watch-App fertig. Um nun individuelle Watch-Faces über Clockology zu installieren, müsst ihr zuallererst einmal diese App öffnen und dann seht ihr hier diesen Willkommen-Screen. Und als nächstes können wir diesen natürlich ganz einfach einmal hier entfernen. Wir können ihn also einmal hier nie wieder anzeigen und dann seht ihr hier eine Art Verlauf. Dort seht ihr schon ein paar Watchfaces und hier eben auch ein paar Versionen, in diesem Fall so Beta-Versionen, die wir jetzt einmal installieren müssen. Dazu wechseln wir einmal in die Facebook-App, nämlich in die Clockology-Fans-Gruppe. Dort könnt ihr ganz einfach beitreten und innerhalb dieser Gruppe gibt es eben erst einmal die ganzen individuellen Watchfaces, aber eben auch diese Clockology-Beta-App, die ihr sozusagen damit aktivieren könnt. Dazu geht einfach hier oben dann einmal auf die Suche. Natürlich findet ihr den Link zu dieser Gruppe ganz einfach unten in der Videobeschreibung und hier können wir wie gesagt einmal nach Beta suchen, das habe ich bereits getan. Und dann scrollen wir einmal so ein bisschen nach unten und suchen sozusagen nach einem Beitrag, der uns die Beta anbietet. Das heißt hier in diesem Fall seht ihr einmal diesen Beitrag und dort dann hier entsprechend auch einen Link. Dort gehen wir einmal rauf. Am besten ist das, dass ihr tatsächlich über diese Gruppe geht, weil wenn ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung packe über diese Download-Seiten, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass in 1-2 Wochen diese dann nicht mehr verfügbar sind und dann ist der Link abgelaufen. Dementsprechend macht es tatsächlich Sinn, das über diese Facebook-Gruppe zu machen. Und als nächstes gehen wir hier einmal auf die 3 Striche und öffnen das Ganze innerhalb Safaris. Und dann können wir hier einmal diese Datei herunterladen. Das dauert einen kleinen Moment. Und dann gehen wir auf Laden und daraufhin wird das Ganze auch schon heruntergeladen. Wir können hier unten einmal ganz kurz raufgehen auf den Download-Button, den wir hier unten finden. Und dann haben wir hier eben auch die Möglichkeit, auf unsere Downloads zu gehen. Und dann seht ihr eben schon hier diverse Dinge, die wir heruntergeladen haben. Die heruntergeladene Datei, in diesem Fall diese Enable-Beta-Datei, könnt ihr dann ganz einfach einmal hier öffnen und daraufhin sehen wir auch schon, dass das Ganze hier einmal so geunlockt wird, also es wird freigeschaltet. Wichtig ist dafür, dass ihr die App auf eurer Apple Watch ebenfalls parallel öffnet, die Clockology App und eben eure Apple Watch mit dem iPhone verbunden ist und daraufhin habt ihr eben die Möglichkeit, das Ganze hier einmal zu synchronisieren und dann könnt ihr hier eben auch schon diese Beta-Version nutzen, wie jetzt hier ich auch in meinem Fall.
Im nächsten Step können wir uns jetzt auch schon ganz einfach Watchfaces raussuchen, die wir installieren wollen. Dazu können wir hier, wie gesagt, in dieser Facebook-Gruppe so ein bisschen scrollen und finden dann hier wirklich diverse Watchfaces, die dann eben passen. Ihr könnt aber natürlich auch die Suchfunktion verwenden und dann hier eben Watchfaces installieren. Ihr seht, hier gibt es wirklich diverse von unterschiedlichsten Marken, die man eben installieren kann. Wir können jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel dieses hier einmal ausprobieren. Dazu öffnen wir dann wieder hier in diesem Beitrag den Link, gehen wieder auf die drei Striche und öffnen das Ganze außerhalb von Facebook innerhalb Safaris und laden hier dann eben dieses Watchface herunter, gehen auf Laden und daraufhin können wir das hier dann wieder einmal öffnen, gehen auf unsere Downloads und können dann hier das Ganze auswählen. Das öffnet sich dann direkt hier innerhalb der Clocology App und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, das hier einmal wieder zu schließen. Um nun nämlich diese Watchfaces auf die Apple Watch zu übertragen, müsst ihr einmal hier gedrückt halten auf dem Watchface, was ihr übertragen wollt. Und dann findet ihr hier den Punkt Uhr synchronisieren. Dort geht ihr einmal rauf. Und daraufhin muss eben einmal eure Apple Watch entsperrt sein und die Clocology App muss geöffnet sein. Und daraufhin könnt ihr hier auf Synchronisieren gehen und dann wird das Ganze auch schon übertragen. Wenn wir jetzt im Anschluss hier einmal auf die Apple Watch schauen, dann seht ihr schon, innerhalb der Clocology App wurde jetzt hier dieses Watchface übertragen und ihr seht hier auch diese Animation. Also es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, würde mich jetzt im Alltag schon nerven, dass es hier dauerhaft so eine Animation gibt, aber auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und wie gesagt, im Grunde genommen ist das einfach nur die Clocology App, die ihr hier verwenden könnt, die ihr eben einmal öffnen könnt und dadurch, dass wir jetzt die Zeit auf eine Stunde gestellt haben, bleibt hier jetzt auch mehr oder weniger dauerhaft dieses Watchface bestehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal meine Hand runternehme, diese einmal wegbewege und dann hier wieder öffne, dann seht ihr, dass dieses Watchface dort bleibt. Wie gesagt, leider nicht dauerhaft. Apple hat das Ganze ja mit neueren iOS-Versionen geändert. Auch das hier könnt ihr natürlich ganz einfach ausblenden. Das ist bei mir jetzt hier die Always-On-Funktion. Die solltet ihr dann deaktivieren. Könnt ihr ganz einfach in den Einstellungen machen. Wenn wir jetzt einmal in die Einstellungen hineingehen auf unserer Apple Watch, dann haben wir hier die Möglichkeit, einmal ein bisschen nach unten zu scrollen bis zum Punkt Helligkeit und Anzeige. Und dort scrollen wir nach unten und deaktivieren wir hier einmal immer eingeschaltet. Also das Always On Display ist jetzt hier ausgeschaltet. Wenn wir jetzt wieder hier einmal die Clocology App öffnen, dann bleibt diese eben hier dauerhaft jetzt aktiv. Und wie gesagt, wenn ich das hier jetzt wegnehme und dann wieder hier hinhalte, dann bleibt dieses Watchface hier bestehen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und wie gesagt, ihr habt jetzt wirklich diverse Watchfaces, die ihr ganz einfach auswählen könnt innerhalb dieser Facebook-Gruppe und die könnt ihr dann ganz einfach von eurem iPhone über diese App übertragen und dann auf der Apple Watch anzeigen lassen. Das soll es jetzt auch schon wieder von diesem kurzen Video gewesen sein und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte, dass ihr jetzt ein ganz individuelles, besonderes Watchface auf eurer Apple Watch installieren und nutzen könnt. Wenn das der Fall war, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und sehr gerne könnt ihr mir eure Meinung zu dem ganzen Thema mal unten in die Kommentare schreiben und natürlich auch ein Abo dalassen, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!